Ja, hallo zusammen. Eigentlich keine Folge von OpenTX Weekly, obwohl ihr natürlich jetzt hier wieder einen OpenTX oder EdgeTX Sender seht, aber es geht mir um was ganz anderes dieses Mal. Ich habe mir mal so eine Space Mouse gegönnt. Viele von euch haben das bestimmt in ihren Autos zur Bedienung von dem Entertainment-System. Auf jeden Fall ist das eine Maus oder ein Bedienelement, was in 6 Achsen funktioniert. Also um das mal jetzt im Trockenen zu zeigen, man kann also drehen, ich muss das hier mal versuchen festzuhalten, man kann drehen nach links und nach rechts, man kann draufdrücken nach unten, man kann hochziehen nach oben, man kann kippen nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten und man kann schieben nach vorne und nach hinten oder schieben nach rechts und nach links. Ja, das ist ein wunderbares Teil mit so einer Zentralbefestigung hier, mit so einer Schraube. Das wird also jetzt auch noch hier in mein Senderpult kommen. Das wird also dann hier auch noch eingebaut werden. Eine habe ich jetzt schon angeschlossen hier über die Elektronik vom Senderpult. Die ist jetzt soweit konzipiert. Diese Space Mouse war sozusagen das fehlende Puzzleteilchen. Das ist ein wunderbares Ding. 100%ige Rückstellgenauigkeit, absolut traumhaft in der Bedienung. Was ganz anderes als diese Wabbeldinger hier, deren Rückstellgenauigkeit ja, naja, je nach Mondphase unterschiedlich ist. Das kennt ihr ja, die sind zwar auch jetzt hier in mehreren Achsen zu bedienen und drehen, aber das Ding ist natürlich was ganz anderes. Das habe ich jetzt mal, die 6 Achsen habe ich jetzt mal auf die Trainerkanäle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gelegt. Also versuchen wir das mal mit draufdrücken oder mit hochziehen in die andere Richtung. Dann muss ich mal gucken, wo die Markierung ist für die richtige Richtung. Die habe ich jetzt hier vorne. So. Für Schieben. So. Für Drehen. Kippen zur einen Seite. Und kippen zur anderen Seite. Es gelingt mir jetzt nicht, weil sie nicht so richtig gut eingebaut ist. Ich muss sie immer noch hier festhalten. Aber man kann das schon relativ gut sehen. Das wird also, kommt jetzt also hier hin. Vielleicht schmeiße ich auch die Wabbeldinger raus und mache eigentlich nur noch die Space Mouse dann hier über die Elektronik vom Senderpult. Ganz klasses Teil. Bin total begeistert. Klar, das kostet ein bisschen was, aber das ist absolut traumhaft, traumhaft verarbeitet. Ja, was kann man damit anfangen? Man hat also 6 Kanäle hier zur Verfügung. Mit der zweiten Maus wären es dann nochmal 6 Kanäle, also insgesamt 12. Ja, plus die 3 und die 3, das sind dann schon insgesamt 18, plus die beiden Inkrementalgeber hier, die kann man ja auch noch bewegen, 20 Kanäle. Allein schon durch die Bedienelemente ohne weitere Schalter hier auf dem Senderpult, da wird es langsam eng. Aber ich habe mir überlegt, dass ich hier für die Radio Master dann auch noch einen Adapter schreibe, der nicht nur S-Bus entgegennimmt oder iBus, sondern auch noch SUMD Version 3. Also wir implementieren einfach mal das Graupner-Protokoll. Und da haben wir noch die Möglichkeit, neben 24 Kanälen bzw. 32 Kanälen auch noch dann einige Schaltfunktionen zu realisieren. Und das würde dann hier auch noch erscheinen. Momentan haben wir da nur die Auswahl S-Bus oder iBus. Das habe ich jetzt gerade in EdgeTX eingebaut. Und in Zukunft wird da dann auch noch SUMD Version 3 auftauchen. Und dann kann man auch alle Möglichkeiten, die dieses Senderpult dann hergibt, auch benutzen. Momentan ist die Elektronik vom Senderpult halt auch noch in so einem Prototyp-Stadium mit Bluetooth und den ganzen Anschlüssen. Aber das wird sich dann natürlich auch noch in der nächsten Zeit ändern. Okay, also ich bin total happy über diese Space Mouse hier. Schönes Teil,
kann man einiges mitmachen. Vielleicht hilft es den Shuttle-Fahrern oder den VSP-Fahrern. Also ich finde es krass. Und stay tuned, würde ich sagen. Bis demnächst.